Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Legends. Heute sehen wir uns mal Gogeta und Janemba ganz genau an. Also meine Meinung zu den zwei Helden. Ganz wichtig, einfach nur meine Meinung. Das machen wir immer, wenn ein neuer Banner kommt für alle, die neu da draußen sind. Hi. Das machen wir immer so. Ich sage mal meine Meinung, wie cool ich sie finde, ob sie geil sind, ob sie schlecht sind und so weiter. Und dann in den nächsten Tagen kommt ein Video, wo das beste Team mit Gogeta da ist. Ein Video mit das beste Team mit Janemba. Und wir sehen uns Charlotte noch ganz genau an. Ist er im Super Saiyajin spielbar, brauchbar und so weiter? Das sehen wir uns heute auf jeden Fall alles an. Aber ein großes Dankeschön zuerst noch an euch. Unsere Community ist nun over 9000. Kennt den Spruch von Vegeta? It's over 9000! What 9000? Und es fehlen nicht mehr viele, dann sind wir over 10.000. Leute, mega geil, großes Danke dafür. Und jetzt geht's erstmal ab zu meiner Meinung zu Gogeta und Janemba. So Leute, im neuen Banner könnt ihr euch das natürlich ansehen, ne? Rechts oben auf das wichtige Charakter drücken, zack, seid ihr drin bei den Helden. Sie werden, wie schon mal erwähnt, mit 3 Sternen nur mehr angezeigt. Früher wurden sie immer mit 5 Sternen angezeigt. Warum? Weil Gogeta und Janemba auf 5 Sterne einen weiteren Boost bekommen. Habe ich letztens schon erklärt, ich sage es trotzdem nochmal ganz kurz. Hier bei der Z-Fähigkeit, wenn Gogeta 5 Sterne erreicht, bekommt er hier Basis, Schlagangriff und Verteidigung. Und bei Janemba ist es Basis, Schlagverteidigung und dann bei 5 Sterne Basis, Schlagverteidigung plus Basis, Fernverteidigung. Ist ein großer Unterschied auf 5 Sterne. Was soll man machen, ne? Ist halt so, ne? Aber wir beginnen mal mit Super Gogeta, der so geil aussieht. Er sieht einfach so gut aus, Leute. Wir gucken uns mal die Fähigkeiten auch natürlich an. Wie gesagt, in den nächsten Tagen dann auch das beste Gogeta-Team, das beste Janemba-Team. Und so weiter. Das gucken wir uns alles noch an. Keine Angst, ne? Die Kugel ist ziemlich geil. Bam! Ist ziemlich lit. Kann man machen. Aber die Ulti finde ich fast noch geiler. Finde es auch cool, dass man sie hier ansehen kann, ne? Finde ich auch ganz geil. Wir haben gestern ein 5000 Zeitkristalle-Opening gemacht. Was? Was war das für ein Deutsch? Moment. Das ist so geil. Ich find's mega geil. Wir hatten gestern ein 5000 Zeitkristalle-Opening. Wer es nicht gesehen hat, gerne vorbeischauen. Also, Gogeta ist ein roter Held. Ist jetzt schon mal nicht schlecht. Denn es gibt sehr viele zurzeit starke gelbe Helden, wie der Super Vegeta, der aufgeblasene, oder der kleine Trunks. Ist also schon ganz gut, dass es ein roter Held ist, finde ich nicht schlecht. Es werden auch kaum blaue Helden gespielt zurzeit. Ist auch ein großer Vorteil, ne? Ist ein großer Vorteil. Er ist ein Schlagangriffstyp. Hat ganz okay Leben auf jeden Fall. Eieiei. Eine sehr hohe Kampfkraft auf 3 Sternen schon. 60.000 Strike Attack. Alter, das ist so viel, ne? Plus 57.000 Fernangriff ist schon enorm. Verteidigung ist beides super okay. Crit-Wert und Ki-Regeneration sind echt hoch. Die sind wirklich hoch. Einfach nur stark. Und er ist aus Kino-Version Saga. Das ist ganz wichtig. Da sind nämlich einige davon im Game schon. Und wie ihr seht unten, das Coolste ist einfach, meiner Meinung nach, man seht es euch an. Er ist ein Saiyajin, Super Saiyajin, jenseits, fusionierter Kämpfer, Verschmelzung. Er hat so viele Typen, was in Zukunft ihn richtig hart buffen könnte. Ne? Er kann von so vielen Sachen profitieren. Also das auf hier auf der ersten Seite ist schon mal mega krass. Mega krass. Die Künste, sein Schlagangriff und Fernangriff haben keine speziellen Fähigkeiten. Sein Seelenrächer, was wir gerade gesehen haben, macht enormen Damage. Und was ich geil finde, es ist immerhin eine 20% Chance, dass der Gegner in Unmacht fällt. Ist auf jeden Fall geil. Das gibt es auch bei Broly und bei C17 ist es zum Beispiel Paralyse und so weiter und so weiter. Das gibt es oft, aber es ist auf jeden Fall stark. Die blaue Fähigkeit ist ganz interessant. Das hat Janemba nämlich auch so ähnlich. Bei Tipp-Schlagangriffen und normalen Angriffen des Gegners, die werden gekontert. Tipp-Schlagangriffe sind einfach, wenn ihr aufs Handy drauf drückt, ihr kennt das, wenn er ganz normal angreift, ohne dass ihr eine Karte nützt. Und eben die Strike-Attacks, also die roten Karten, werden gekontert. Das ist schon ziemlich geil. Und wenn das passiert, wenn ihr einen damit kontert, bekommt ihr 20% mehr Schlagangriff. Fassen wir es kurz zusammen. Mega geil. Urteil ist dann seine Hauptfähigkeit
Die macht enormen Damage natürlich, haben wir gerade gesehen, wie cool die aussieht. Und regeneriert 50 Ki. Das ist echt viel. Also quasi ersetzt das ein und bekommt 50 Ki. What the fuck? Das ist schon mal ganz nice. Hauptfähigkeit ist natürlich, diese Karte zu ziehen. Diese blaue Karte. Und regeneriert 20% Leben. Leute, die Karte ist einfach krass. Oh, dieser Held ist einfach krass. Z-Fähigkeit gibt fusionierten Kämpfern 20% mehr Damage. Ist auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. Er bufft immerhin sich selbst um 20% schon mal auf 3 Sterne. Ist eine Hausnummer, ne? Fusionierte Kämpfer gibt es natürlich jetzt noch nicht so viele, aber ist geil. Die macht. Was ist denn heute? Ich kann doch nicht reden. Leute, ich brauche ein Bier oder irgendwas. Also, einen Kaffee, einen Kaffee. Bei Schlagangriffstreffern, also wenn ihr Gegner trefft, wird der Schaden um 10% erhöht für kurze Zeit und bei Fernangriff das genauso. Ist ganz geil. Und das da unten finde ich auch ganz spannend. Für jedes kampfunfähige Mitglied, also wenn eure verbündeten Kämpfer im Arsch sind, wird der Schaden um 20% erhöht. Und jetzt kommt das Krasse, warum eigentlich Pikon in diesem Banner ist und wir alle Pikon nicht ziehen wollen, aber er auf jeden Fall Sinn macht, dass er da drin ist. Wenn nämlich der verbündete Charakter Pikon kampfunfähig wird, also euer Pikon im Kampf stirbt, dann hat er eine 50% höhere Ki-Regeneration. What the fuck? Ich bin mir nicht sicher, wie krass das im Kampf ist, aber es liest sich auf jeden Fall mega gut. Er hat nämlich schon eine Ki-Regeneration von 2200 und plus 50% ist schon eine Hausnummer, ne? Ist jetzt aber die Frage, ob es dann sinnvoll ist, wirklich Pikon zu spielen oder ob man sich sagt, nee, scheiß auf das. Kann auch sein, ne? Auf jeden Fall meine Meinung zu Super Gogeta ist einfach, es ist ein Wahnsinnsheld. Er ist so fucking stark. Und wie gesagt, in den nächsten Tagen, vielleicht schon morgen, sehen wir uns das beste Team mit ihnen an. Nicht vergessen, Abo da lassen, Leute. Und ja, Gogeta, meine Meinung, krass OP. Richtig krass starker Held. Ob ich ihn habe oder nicht, habt ihr im gestrigen Video gesehen. Wir lassen es mal überraschen. Ich werde übrigens nochmal ziehen, aber erst nächste Woche. Denn zwischen 1. und 3. November müsste das nächste Banner schon kommen. Und dann ist dieses Banner hier noch da. Das heißt, wir haben dann die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Das heißt, ich ziehe auf jeden Fall nächste Woche, wenn das neue Banner kommt, nochmal. Aber ob wir jetzt hier ziehen, oder im neuen Banner, oder bei beiden Bannern, das sehen wir dann nächste Woche. Lass uns überraschen. Jetzt kommen wir zu Super Chanemba. Gucken wir uns auch seine Fähigkeit an. Ich finde es ganz cool, dass man die ansehen kann. Ist auf jeden Fall wirklich nice. Wie sieht seine Fähigkeit aus? Oh, ist okay. Ist okay. Ist okay, kann man machen. Sieht ganz cool aus. Ist okay. Wir sehen auch hier unten schon wieder auf 3 Sternen 339.000 Kampfkraft. Ist schon eine Hausnummer. Violett ist auch sehr gut. Warum ist Violett sehr gut? Also lila seine Farbe. Leute, es gibt so OP grüne Helden. Bardock, der grüne Goku, C16 und so weiter. Die sind alle so stark. Und hier haben wir einen sehr starken violetten Helden. Also einen super neuen Konter. Er ist ein Verteidigungstyp. Was ich sehr gut finde. Finde ich sehr gut. Trotzdem, dass er Verteidigungstyp ist, ist nämlich seine beiden Attack-Werte wirklich okay. Aber seine Verteidigungswerte mit 40.000, mega nice. Der Crit-Wert ist bei 2,7. Das ist geil. Ki-Regeneration mit 2,3, auch super. Also ihr seht hier schon im ersten Blick, wahnsinnig geil. Wahnsinnig geil. Er hat nur 2 Tags unten vom Mantel der Kämpfe und Erneuerung. Aber Erneuerung ist wichtig. Erneuerung ist wichtig. So. Weiter geht's zu den Künsten. Die zwei machen einfach alles ganz normal. Und den Blitzregen haben wir gerade gesehen. Ist aber auch ganz geil, denn damit erhöht er auch die Regeneration eurer Ausweich. Muss man sagen, wenn ihr ausweicht, dann kommt ja der Balken, der sich langsam mit auflädt. Und das geht eben 50% schneller. Finde ich ganz geil. Und hier haben wir das gleiche, so circa wie bei Gogeta. Und aber hier geht es um die Fernangriffe. Wenn der Gegner euch mit so Tippschüssen angreift, bis so ein Keyball auf euch zufliegt, oder in einem Fernangriff, dann wird das gekontert. Und wenn das gekontert wird, wird der Schlagschaden um 20% erhöht. Finde ich auch ganz geil. Mit seiner Hauptfähigkeit zieht er die nächste grüne Karte, den Superangriff, wissen wir ja. Und alle Gegner haben nun eine erhöhte Kosten von Schlagangriffen um 15. Ist schon ziemlich fies. Ist auf jeden Fall ziemlich fies. Und ich finde auch den Titel sehr passend, ne? Beherrschung des Raums. Im PvP habt ihr ja gesehen, es wurde geändert und der Hintergrund im PvP-Kampf ist nun Chanembas Welt, beziehungsweise Chanembas Hölle, glaube ich. Mega nice. Z-Fähigkeit ist ganz super, weil Basis Schlagverteidigung von Erneuerung 20% ab. Bei 5 Sternen, wie gesagt, auch noch die Fernverteidigung. Und das ist sehr geil für die ganzen Piccolos.
Vergesst zum Beispiel nicht Piccolos, vergesst nicht Cell. Mhm. Dann weiter unten jetzt noch Immunität. Macht bei Kampfeintritt immun gegen eigene Attributsabzüge. Also der Gegner kann euch nicht debuffen mit irgendwie weniger Strike Attack und so weiter. Und die letzte Fähigkeit unten ist, für jeden kampfunfähigen Gegner bei Kampfeintritt, also wenn ihr ihn reinwechselt, hat er 20% mehr Damage. Mega nice. Also Super Janemba finde ich auch super. Ich kann es nicht anders sagen. Super Gogeta und Super Janemba sind einfach fucking OP. Weil wenn ihr die habt, spielt die auf jeden Fall. Wie gesagt, morgen kommt dann ein Video zum besten Gogeta-Team und zum besten Janemba-Team. Also verpasst das nicht, Leute. Verpasst das nicht. Gerne jetzt aber eure Meinung zu den zwei neuen Helden in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Und ja, lasst ein Abo da, um nicht zu verpassen. Viel Spaß. Haut rein und ciao.